So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid. Sorry, ich bin immer noch etwas verschnupft. Sollte hoffentlich nicht so schlimm sein. Trotzdem muss ich vielleicht einen kleinen Cut setzen, meine Nase putzen. Und was sehe ich denn hier mit meinen trüben Augen? Das Spiel hat tatsächlich wieder auf Fahrenheit gewechselt. Ich möchte aber unbedingt Celsius. Mit Fahrenheit nichts anfangen kann. So. 13,5 Grad Celsius, das klingt nach etwas, was ich schon mal gehört habe. Wir essen ein bisschen den Fisch von gestern. Wäre jetzt natürlich schön, wenn wir ihn noch warm machen könnten, aber da habe ich keine Zeit dazu. So, heute geht es nämlich wieder auf die Piste. Und zwar würde ich gerne, ich habe einen Mob in meinem Inventar, den stelle ich mal hier in die Ecke, kann ja nie schaden. Mob in der Ecke zu haben. Sonst ja auch schon ein bisschen voll. Habe ich eigentlich noch eine Schultasche halt. Passt schon. Ich fahre nochmal zu dieser Tankstelle, wo ich vor 2 Folgen mal besucht habe, hoch. Und schau, da gab es noch mehrere Häuser. Da kann ich vielleicht noch irgendwas. Oder ich weiß gar nicht, ob ich mir da alles schon angeschaut habe. Egal, ich werfe auf jeden Fall nochmal einen Blick drüber. Und. Nein. Ist gerne in meinem Hauptinventar. Schau mal, ich betank mal mein Auto. Ich glaube, ich habe noch nie mein Auto nachgetankt. Doch mal Zeit. So, geht das hier? Add Gasoline. Sehr schön. Läuft sogar hin zum Tank. Wird das da jetzt rein? Ja, nein, ja, doch. Okay, hat ganz reingepasst. Leeren schmeißen wir mal hier hin. Diese Tankstelle da oben, die ich da gefunden habe, wo ich auch wenig Zombies nur gesehen habe, die hat wirklich einen gewissen Reiz, muss ich sagen. Ist weit weg, aber da gibt es keine Zombies. Da könnte ich theoretisch einen Generator anschließen. Und dann wieder Benzin zapfen und damit dann auch hier in meiner Hauptbasis einen Generator am Laufen halten. Hätte ich wieder ein paar schöne Dinge, wie zum Beispiel Licht und Kühlschränke und Herde, Mikrowellen, alles wieder etwas wie vor der Apokalypse. So. Mal ein bisschen drauf achten, ob irgendwo welche noch rumstehen. Vielleicht, ob auch jemand in meine Falle getappt ist. War hier was? Schaue ich auch mal kurz rein. Wie viel Sprit war das denn jetzt? Okay. Ein riesigen Tank, das Ding. Frag mich, was so ein Kanister ist. Wahrscheinlich nur 5 Liter. Er wiegt auf jeden Fall 5 Einheiten. Ich setze das immer mit Kilo. Also hier dieses, was hier an Weight dran steht, denke ich mal, sind Kilo. Würde zumindest ganz gut passen, dass ein Mensch in etwa 80 Kilo wiegt. In etwa, natürlich. Keine Ahnung, mit Pfund wäre es schon fast ein bisschen wenig, oder? Weil ich mich auch bei dem amerikanischen Pfund immer ein bisschen schlecht auskenne, dass ja nicht. Nicht mal dasselbe wie hier. Keine Ahnung, ein Pfund Hackfleisch. Ja, ein halbes Kilo Hackfleisch ist aber nicht so bei den Amis. Was weiß ich. Egal. Muss ja auch nicht passen. Es steht eh nur dran, Weight. Nicht wirklich welche Einheit. Hat sich in der Schule die Lehrer sicherlich drüber aufgeregt. Wenn keine Einheit angibt. Wir sind hier nicht in der Schule. Gott sei Dank. So, lasst mich mal raus, meine Lieben. Und dann muss ich überlegen. Wow. Gerade mit einer Hand an der Nase gekratzt. Hier einen Unfall gebaut. Immer noch am Leben. Der Zombie, der immer überfahren wird. Wahrscheinlich schon so dermaßen zerbrochene Knochen, der auch nicht mehr aufstehen kann. Wenn ich Zeit habe, gebe ich dem mal den Gnadenstoß. So. Mag erschütternde Schreie hier. Witzigerweise ist mir auch aufgefallen, die Dateien sind viel größer beim Aufnehmen. Wenn man hier eine hohe Strecke zurücklegt, war mir gar nicht so bewusst. Aber macht natürlich Sinn. Das Bild sich oft verändert. Ist natürlich auch größer. So, ich glaube, hier kann ich einfach weiterfahren und dann da vorne rechts. Wow. Ausgebrannte Fracks auf der Straße. Will man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ich mit 120 Sachen durchpirscht,
gecrashed, besser gesagt. Wird natürlich auch die Gefahr, einen heftigen Unfall zu bauen. Deswegen 60 Meilen, 90 Meilen reichen mir als Geschwindigkeit eigentlich. So, bin ich hier noch richtig? Ist die Frage. Und wenn nicht, dann muss ich zumindest den Weg zurück wiederfinden, aber der ist bisher ja einfach. Ich bin eigentlich immer nur dieser Straße hier gefolgt. Da gibt es schon die ersten Ausfallerscheinungen auf der Straße. Bin ich mir aber sicher. So, und dann glaube ich, muss ich hier links. Bin ich dann schon richtig? So. Wir wünschen uns ein Zigarettchen. Erkennt man hier oben schön. Boah, Hilfe. Die Straße achten. Schön an diesem Moodle. Moodle heißen die. Ein Kofferwort aus Doodle und Mood. Doodle ist ja so eine Schmiererei, so eine Kritzelei. So, jetzt sind wir hier wieder auf der ganz großen Hauptstraße. Und der muss ich dann, glaube ich, auch nochmal links weg. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Irgendwie kommt mir das doch alles sehr bekannt vor. Aha. Ja. Das ist es doch, oder? Meine hübsche kleine Tankstelle, von der ich jetzt erstmal nichts mehr brauche. Ich bräuchte einen Generator. Aber ich schaue mir diese Siedlung hier hinten nochmal an. Da habe ich ja, glaube ich, noch nicht alles gesehen. Und die ist so schön außerhalb. Fast schon wie Urlaub. Kleiner Park. Oh, so ein bisschen so ein... Hm. Hat noch ein funktionierendes Auto zurückgelassen. So, zum Fischen sind die Leute hier halt hergekommen. Ich frage mich, ob es irgendwo in der Nähe auch Bungalows oder sowas gibt. Oder ob die einfach nur mit dem Auto hierher gefahren sind. Und abends wieder heim. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Irgendjemand hat seinen Geldbeutel vergessen. So, was ist hier noch so? Zweigt die Straße dann ab. Ein paar schöne Picknicktische. Ansonsten sehe ich nicht viel. Ich fahre die Straße mal noch ein wenig die Küste entlang, beziehungsweise das Flussufer entlang. Ob da noch was kommt? Nee, also sieht nicht aus, als gäbe es hier noch irgendeine Art von Siedlung. Ganz nette Waldwege hier. Wenn sich für Joggen interessiert oder so. Aha. Da hat jemand einen. Oh. Das hier ist natürlich so eine Bude, wenn man ganz gern den Solo-Survivor raushängen lässt, dann kann man sich sowas hier halt suchen. Man hört schon an. Oh, oh, Stockwerk oder wo ist er? Oh nein, genau an dem Fenster. Lass das doch. Geht doch kaputt. Na gut, dann mache ich es eben kaputt. Hilfe, Zombie. Hätte mal noch auf meinen Golfschläger wechseln können. Schon, ehrlich. Schon. Sehr schön. Was für ein überdimensionaler Golfschläger. Der größer als das ganze Mädchen. War das schon immer so dermaßen riesig? Macht sehr viel weniger Schaden als eine Axt natürlich. Hat aber eine höhere Reichweite als eine Crowbar. Ich habe es immer ein bisschen als Todesfalle gesehen, den Golfschläger, mochte den nie so richtig. Aber ich meine, wenn man Sachen mit der Axt vergleicht, dann halt immer nur minderwertige Waffen. Die Axt ist halt schon deutlich besser als alles. Ja, hier drin ist richtig was los. Lass mir auch mal rausgeguten. Golfschläger trifft auch nicht zwei Ziele, glaube ich. Also da muss man vorsichtig sein. Oder eine Zombie... ein wenig oder hat er nur auf seine Verstärkung gewartet? Zieh die hier mal ein bisschen weg. Oh, da sind noch mehr solche Häuser. Okay. Das ist niedriger als man denkt. Schnell, schnell. Mach sie fertig. Sehr gut, sehr gut. Und ich dachte, ich muss auf meine Axt wechseln. Alles in Butter. So, der Golfschläger. Seht ihr den auch mal?
Wie gesagt, nicht so mein Favorite. Aber ja, ich bin halt Feuerwehräxte gewohnt. Hallo? Interessante Sachen irgendwie seit dem letzten Patch. Wobei, das haben sie eigentlich schon immer gemacht, dass sie teilweise ein bisschen am Rein- und Rausgehen hängen geblieben sind. Remove broken glass. Und dann schauen wir nochmal schön unten rein. Was sich hier so findet. Schöne Blumen hier. Beet. Denk mal hier, wenn man sich hier ansiedeln würde, hätte man ein relativ leichtes Leben. Man kann hier gleich am Fluss fischen. Man hat hier schön Grünfläche, um Sachen anzubauen. Und wahrscheinlich wird auch nicht allzu viel Besuch vorbeikommen. Das ist wahrscheinlich so eine ziemlich chillige Basis. Je nachdem, wie man es gern hätte, kann man sich seine Basis heraussuchen. Kann sich auch eine Basis raussuchen, die konstant eigentlich verteidigt werden muss. Hat man dementsprechend halt auch immer was zu tun. Dieses Einsiedlerleben klingt immer erstmal ganz toll. Klar, hat jeder von uns vielleicht schon mal probiert. Wird dann aber schon auch schneller langweilig, natürlich. Oh, das ist ja ein unglaublich cooles Poster. Das nehme ich mal wieder mit. Zombies? Nein. Wow, massig Zombies. Waren zwei, oder? Was nur einer. Bin so erschrocken. Noch einer? Okay, das war die dumme Dose, die da oben stand. Und hier noch? Sieht clear aus. Soweit man das bei den schweren Überblendungen, die es hier gerade immer gibt, eigentlich noch genau sagen kann. Gut, gut, gut. Puh. Nicht erschrocken. War da oben einer drin. Gut, dann jetzt aber zum angenehmen Teil. Suchen wir mal die Schränke. Also wie gesagt, dieses Bild hier möchte ich haben. Etwas Kunst. Das Monika Elisa Painting. Okay. Keine Anspielung auf Mona Lisa. Kurz ein Zigarettchen rauchen, das ist ja schließlich nicht unser Schlafzimmer. So, was haben wir hier? Sheet brauche ich gar nicht mehr wirklich. Ein Pillow eigentlich auch nicht. Vielleicht Klamotten. Nehme ich mal mit. Werden alle dreckig und Klamotten waschen ist nervig. Von daher einfach immer frische Kleider. Kann man sich ja raussuchen. Wo man der letzte Mensch auf Erden ist. Zumindest die volle Auswahl. So, ich zapfe mal hier in der Badewanne noch etwas Wasser. Jetzt habe ich immer diese Flasche in der Hand. Gar nicht gewohnt. So, ich nehme eh das Messer jetzt mal. Und wieder mein Schultäschchen. Das gute alte. So, eine Taschenlampe wandert mal mit uns. Hier. Ah, eine Normal Hiking Bag. Schon mal besser als das, was wir haben. Zumindest als Ersatz haben. Toter Zombie ist tot. Ja, recht geschmackvoll hier eigentlich. Die Einrichtung, wie sieht's so mit? Snapshot, Advanced Foraging, auch ein gutes Buch. Dann verrottete Tomaten. Pasta. Ein bisschen Spaghetti. Natürlich jederzeit brauchen. Corned Beef. Suppe. Nochmal ein Kochtopf. Saatgut, Kartoffeln. Und sonst noch was? Hier gibt es ein bisschen Müsli. Pfanne brauche ich nicht. Noch ein bisschen Streichhölzer. Und da sind wir auch schon soweit. Fernseher auseinanderbauen tue ich ja noch nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Schraubenzieher gefunden. So, wir tragen das auf jeden Fall mal schön ins Auto. Auch langsam etwas müde. So, und zwar mache ich das dann doch so. Die Hikingbag laden wir aus. Laden wir für die Schultasche. Wo ist sie? Hier. Schultasche komplett hier rein.
Und nehmen dann die Hikingbag in die andere Hand. Uns dieses andere Gebäude hier mal nochmal an. Ist auch recht hoch. Ein schicker Wagen hier. Glaube, ich werfe meinen Hauptrucksack hier hin. Den leeren dann. Kann man hier auffächern, schauen, welches der voll ist, welches der leer ist. Tue den mal auf meinen Rücken. Ja, nehmen wieder den Golfschläger. Der hält natürlich auch nicht sonderlich lang. So, die hat mich bemerkt. Mal gut für mein Ego. Komm. Schöne Treffer. Auch ganz schön reinhauen eigentlich so ein Golfschläger. Vorne richtig schwer. Und aus Metall. Müsste doch eigentlich Zombie-Killer sein. Hoppla. Wie gesagt, sowas sieht immer gefährlicher aus, als es ist. Von einem einzelnen Zombie kann man nicht festgehalten werden an sich. Wenn man mit Shift vor ihm wegläuft, dann läuft man vor ihm weg. Kann er auch schon ganz an dir dran sein und überhaupt, der kriegt das an der Animation nicht durch. So. Gibt schwächere und stärkere Zombies natürlich, aber trotzdem, ein Einzelner wird dich niemals festhalten können. Selbst wenn er schon wirklich in der Animation ist, dass er jetzt zubeißt, du mit Shift auch nur ein bisschen wegläufst, dann geht die ganze Animation verloren. Dann nicht durchziehen. Eine schöne rote Weste, die schaue ich mir vielleicht nachher noch an. So, auch wieder sehr ähnlich strukturiert dieses Gebäude. Sehr ähnlich vom Schnitt her. Zwei Stockwerke mag ich immer nicht so, muss ich sagen. Zumindest nicht den oberen Stockwerk auszuklären. Das obere Stockwerk, sorry. Ja. Ja, sieht sehr ähnlich aus wie die Nachbarswohnung. Hier drin haben wir 19,4 Grad, das ist draußen kälter. 18,8, also ein bisschen. So, hier macht man es genauso, einfach hochrennen und wieder runterrennen. When in doubt. So, führen wir auch raus. Hier ist ein bisschen heller. Ist erschrocken. Nein, ne? Ungewöhnlich eigentlich für uns. Komm schon. Nachgelegt. So, Äxte droppen wir irgendwie immer noch nicht so richtig gut. Wie viel haben wir denn schon getötet? 381 sind natürlich auch nicht viele. Oben noch mehr. Aha, da ist noch einer. Deswegen habe ich die Musik eigentlich auch immer deaktiviert, dass man solche Schrittgeräusche und sowas jetzt hören kann. Wenn man das sofort gehört, dass da noch jemand auf derselben Ebene rumtrottet. Trottelt. Schon? Wie Hände hat der? Ist schon eingesnackt. So. Finde, dass es seit dem Hotfix wieder deutlich bessere Performance hat. Meine ich zumindest. Nur teilweise ein wenig. Ja, bisschen im Auge des Beobachters, sagen wir mal. Solange man keine Framerate-Anzeige hat, weiß man es halt nicht hundertprozentig genau. Was ist saugefährlich mit diesen Ecken und so weiter. So, aber das war's, oder? Was komischer Raum. Ja, das war's, glaube ich. Dann machen wir unten nochmal die Türe wieder zu. Und plündern. Dann war's das für den heutigen Tag schon wieder. Dann muss ich noch zurückfahren und etwas ausladen. Schöner Spiegel. Spiegeleffekte gibt es natürlich keine. Das wäre ja noch schöner. So, etwas neue Unterwäsche sollte man ja eigentlich auch immer haben, aber Unterwäsche benutzen wir hier nicht. Oder immer dieselbe. Eklig. Eine Batterie. Nahezu wertlos, aber auch nicht sonderlich schwer. Bleiche will ich eigentlich nicht. Massig Handtücher. Na gut. Don't forget to bring a towel.
Sonst ist hier oben nichts Interessantes. Hatte gehört. Und das Knarzen des Hauses. Hier ist etwas Fleisch schlecht geworden. Schade. Sehr schade. Die haben nur eine Soße. Nochmal eine Säge. Was war das für ein Geräusch gerade? Merkwürdig. Das ist ein Schuss. Ist irgendwas zu Bruch gegangen irgendwo? Auf jeden Fall ist hier auch schon Ende Gelände im wahrsten Sinne des Wortes. So, schauen wir uns die Kiste hier noch an. Irgendwas Interessantes unter den Sitzen. Chevalier Niala. Ganz luxuriös aus eigentlich. So, dann wechseln wir wieder auf Messer. Wolf Club und Axe kommen beide mal in den Rucksack. Anderen Rucksack. Zweite Hand. Und schauen mal, haben wir gar nichts zu essen gefunden? Painting der Monika Elise. Natürlich der Hammer. Absolute Hauptloot des Tages. Ne, ein bisschen Essen gab es ja schon. Hier gibt es zum Beispiel Chips. Essen wir mal ein Tütchen. Sagt so unser Gewicht. 91, kurz davor, Normalgewicht zu erreichen. Glaube ich zumindest. Vielleicht ist auch bei 85. Oder was haben wir jetzt? 95. Egal, ab nach Hause. Schönes Gebiet hier oben. Ich werde trotzdem in den nächsten Folgen mal schauen, was es noch so gibt. Hier oben werde ich dann wahrscheinlich erst wieder hinkommen, wenn ich mal einen Generator irgendwo gefunden habe. Kann ich dann hier gleich anschließen. Und ja, kann hier schön Benzin zapfen. Und ja, ich habe schon sehr viele Kanister. Sprich, ich müsste gar nicht so oft hierher kommen. Ich zapfe einfach mal alle Kanister voll, fahre die zu meiner Hauptbasis. Dann hält das definitiv ein paar Wochen. Und dann kann ich, ja, kann ich ja immer alle 2, 3 Wochen mal hierher fahren. Alles auffüllen. Ich glaube, die Tanks sind unbegrenzt von den Tankstellen. Die werden nie leer gehen. Das sind ja natürlich auch relativ große Tanks. Und wenn man alleine da nur irgendwie zapft, dann würde das wahrscheinlich tatsächlich relativ lange halten. Keine Ahnung, was die für Größen da an unterirdischen Tanks haben. Und auf jeden Fall riesig, wenn die ganzen LKWs voll tanken. Muss da schon was gehen. Wobei, das war schon ein bisschen eine winzige Tankstelle. Mit einer Zapfsäule nur. So, das Schöne ist jetzt natürlich auch, man kann mitten auf der Straße fahren. Fuck, ich glaube, das wäre mal eine Abzweigung gewesen, oder? Oh. Kann jetzt schön mitten auf der Straße fahren, wie ein Rennfahrer. Auch die Reifen quietschen lassen, wie ein Rennfahrer. Allerdings vielleicht nicht übertreiben, könnten ja immer noch irgendwelche Wracks rumliegen. Ich habe auch vergessen, wo die waren. Ich glaube, hier auf der Strecke waren keine. Aber Vorsicht ist geboten. Nicht an sowas Banalen wie einem Autounfall sterben. So, gerade eine Tüte Chips bekommen und schon wieder Hunger. War halt auch nichts Richtiges. Vielleicht können wir ja zum Abendessen was Gescheites kochen. Unsere Falle scheint ja nicht funktioniert zu haben, aber unsere Fischfalle funktioniert meistens ausgezeichnet. Ich dafür eigentlich Fishing? Ich gucke mal drauf. Nein, habe bisher keinen Fishing-Skill gegeben, diese Trap. Dieses eine Level habe ich ja, weil das mein Hobby ist. Fischen. Das andere. Und ja, auf Level 2 gab es bisher noch keinen Fortschritt. 0 von 150. Scheint das also so auch nicht zu funktionieren. So, jetzt mal wieder nicht übertreiben. Einen Unfall bauen. War schon 17 Uhr. Ist jetzt ein bisschen schöner irgendwie mit der Beleuchtung. Es scheint auch früher schon ein bisschen dunkler zu werden. Man kann jetzt auch ohne Uhr besser einigermaßen sagen, was es für eine Tageszeit ist. War ja früher vollkommen unmöglich. Wurde dann halt irgendwann dunkel. Irgendwann wieder hell, aber so richtig voraus an konnte man da nichts.
Okay. Dann geht's zum Trailerpark. Goddammit. Schöne Stoßstange. Okay. Seid echt nervig, Leute. Irgendwann komme ich hier mal vorbei und lege euch alle um. Den überfahren wir einfach mal wieder, was Spaß macht. Okay, die werden hier echt langsam ganz schön massiert. So, sind wir aber zu Hause. Gut. Ah! Bodenlage ist wirklich schlimm. So, Falle ist immer noch nicht zu. Würde dann auch anders aussehen. Ist dann natürlich auf dem Boden. Das Stockieren ist weg. Wie hier um die Kurven geht. Nicht toleriert, sondern an meiner Basis. Sieht ein bisschen aus wie ich. Ja, ein bisschen blasser. Oder ein bisschen verrottet das schon. So. Noch einen kurz vorm Abendessen töten. Wären wir. Das macht meine kleine Plantage. Ist noch nicht sonderlich weit fortgeschritten. Komm, halt an. So. Oh. Motor sollte man schon ausmachen. Ziehen ist jetzt ja billiger, aber so billig dann auch nicht. So, wieder ein wenig Schrott. Oder komm, ich nehme die Schultasche auch gleich mit. Haupthand nehmen. So, Schultasche. Equip Primary. Alles schön hier oben ausladen. Noch Dosenfleisch gefunden. Kann ich mal was mit Fleisch kochen? So, hab mir ja draußen ein bisschen einen Lagerbereich angefangen. Auch wenn es nicht die optimalsten Container bisher sind. Der hier zum Beispiel hat nur 15 Slots Platz. Natürlich wenig für Essen. So, was haben wir denn hier? Pasta darf da rein. Cereal darf da rein. Soup und Corned Beef. Das war schon alles, was wir an Essen gefunden haben heute. Dann haben wir hier noch ein paar Bücher. Wir landen einfach hier auf dem Haufen. Für die gibt es noch kein Bücherregal. Kann ich vielleicht, wenn ich mal besser bin, im Carpentry 1 hier hochschleppen. Hier ja, glaube ich, so eine Art Bibliothek. Sollte es zumindest geben. So, Waffen. Wo habe ich denn Waffen gelagert? Die liegen hier einfach so auf dem Boden. Wie es aussieht. Werkzeuge und Waffen werfe ich hier mal in die Mitte. Badehandtücher. Ein Bild der Monika Elisa kommt hier auf jeden Fall auch in meine. Muss mal ausladen. Und ja, auch in meine kleine Privatsammlung, würde ich sagen. Wunderschön. Sieht nicht wirklich aus wie die Mona Lisa, aber es ist ein witziger Witz. Witziger Wortwitz. Ja, keine Ahnung, dann tun wir hier einfach mal ein bisschen Handtücher. Neue Bluse. Eine schöne Weste in Pink. Und 4 Handtücher. Ja, wieder zu unserer Primärtasche hier unten. Und die Schultasche kommt ja auch mit rein. Auch Textilien. Tja, Ordnung ist wie gesagt nicht so mein Ding. Ist ja alles ein bisschen auf den Haufen. Such's dann irgendwann anders. Unter Garantie wieder. Streichhölzer, also Matches und so weiter tue ich hier ein bisschen. Ah, das ist auch schon wieder fast voll. Den Topf werfe ich dann raus. Dann kann der da ein bisschen Wasser schon mal einfangen.
Ist ja auch so eine riesige, schicke Regentonne. Allerdings regnet das in letzter Zeit nicht wirklich. Das sehe ich ein wenig mit Sorge, muss ich sagen. Es wird ja sicherlich irgendwann dann schon mal wieder regnen. Dass es gleichzeitig eine Dürre und eine Zombie-Apokalypse hier gibt. So, was gibt's zum Abendessen, ist die Frage. Wir haben immer noch frische Kartoffeln. Wir haben hier diese Pfanne. Eine Pfanne in unserem Rucksack. Sie haben nicht hin. So. Hätte ich eigentlich ganz gern den hier unequip. Den hier auch unequip. Und dann den hier equip on back. Genau. Dann kann ich die beiden anderen in den hier rein. So, und dann habe ich jetzt schon zwei Taschen in meiner Rucksacktasche. So, es gibt Kartoffeln. Also es gibt ein Pfannengemüse mit Kartoffeln. Und ich glaube, ich tue dieses Dosenfleisch da noch mit reinschneiden. Wie gesagt, ein bisschen von allem. Pfeffern das Ganze mal noch. So, haben wir schon etwas Kartoffeln reingeschnitten. Und wo habe ich das Dosenfleisch? Hier draußen. Burned Beef. Auf damit. Rein hier. Genau. Schneide es mal komplett rein. Wäre eigentlich noch was übrig, aber ich glaube, wenn es mal offen ist, dann wird es sich wahrscheinlich nicht mehr halten. So, Dose kommt in den Mülleimer, wie sich das gehört. Dann wird noch gekocht und vielleicht noch geraucht. Dann habe ich schon wieder einen Tag hinter mir. Und ja, war entspannt. Klar, Zombies in Häusern sind immer gefährlich, selbst wenn es nur ganz wenig sind. Aber ich habe es überlebt. Brennen jetzt das Material hier zusammen. Geige rein als Fuel, als Brennstoff. Dann zünden wir das Ganze mit einem Stofffetzen an. Gehen ein wenig zurück, nicht dass wir uns selber auch noch anzünden. Und rauchen ein kleines Zigarettchen. So, das kocht jetzt ja eine Weile. Genau, dann schaue ich mal nach meinen Fishtraps. Die vielleicht schon irgendwas zutage gefördert hat, war ja eigentlich recht aktiv immer. So, hier ist noch nicht viel getan. Nee. Haben wir hier. Check Trap. Also es ist schon wieder was drin. Was ist es? Eine Socke oder? Nein, ein Little Bait Fish. Sechsmal. Junge, Junge, Junge. Die legt ja ganz schön los, diese Falle hier. Okay. Eignen sich ja natürlich nicht leider zum Kochen, warum auch immer. Vielleicht sind sie einfach zu klein. Aber man kann da einfach so ein bisschen tiefer kochen. Also ich meine, er heißt Baitfisch, also Köderfisch. Er kann natürlich auch einfach als Fischköder wiederverwendet werden. Aber ich habe keine Angel und auch keine Schnur, um eine Angel zu machen. Von daher koche ich die einfach, sind auch ganz lecker. Haben dann plus 2 Happiness, wenn sie denn gekocht sind, solange sie warm sind. Wenn sie kalt sind, sind sie wieder ein bisschen eklig, kann man sich ja vorstellen. Ein Minifisch mit Kopf und Augen und Flosse und allem zu essen, ist natürlich schon ein bisschen grenzwertig. Da irgendwie das Fleisch von den Rippen nagen, kann ich mir ja noch vorstellen. Aber das ganze Ding essen wie so eine Katze. Eher nicht so. So, ich habe ein Level-Up im Kochen bekommen, so wie es aussieht. Ich esse jetzt mal die beiden Fische hier frisch vom Grill. Und dann nehme ich an mich. Schauen wir mal rein. Es war tatsächlich Cooking, Level 1. Verbessert sich, glaube ich, jetzt immer ein wenig die Ausbeute. Wie viel Hunger es stillt und ja, wie glücklich der Charakter mit dem Essen ist, wird dadurch besser. Und irgendwann ab Level 8 oder so, Cooking, ist man dann auch in der Lage, mit verrotteten Zutaten zu kochen. Schneidet sie dann immer ganz wenig davon nur weg und benutzt das, kann aber bedenkenlos dann damit kochen. Braucht halt ja relativ viel natürlich, weil relativ viel von dem Verrotteten wird natürlich weggeschnitten. Relativ wenig bleibt nur. So, wir tun das mal hier rein und dann passt auch gerade noch. Nein, dann passt unsere Gemüsepfanne nicht mehr rein. Die bleibt dann auf dem Boden.
Ja, würden wahrscheinlich dann irgendwelche Insekten anfallen, aber nicht in Project Zomboid. So, habe ich denn nie ein Buch über Kochen gelesen? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich kann Foraging for Beginners lesen, das habe ich aber schon, oder? Schon durchgelesen. Das über Trapping. Habe ich das komplett gelesen? Trapping for Beginners? Ja, auch komplett gelesen. Dann habe ich schon eigentlich nichts mehr zur Auswahl. Electricity for Beginners. Das lesen wir doch. Noch ein Stündchen. Über Elektrik. Ist ja unser eigener Handwerker. Von daher müssen wir das auch alles selber machen. Lassen die Zeit ein bisschen laufen, bis es jetzt auch schön dunkel ist. Ich werfe das Buch mal hier hin. Werde auch wiederfinde. Und gehe ab ins Bett. Habe ich meine Axt bei mir? Auf ungern ohne meine Axt neben dem Bett. Dass es mal hektisch wird über Nacht, was ich eigentlich nicht annehme, aber sich auch nicht ausschließen kann. So, gute Nacht, meine Liebe. Mögest du in Frieden ruhen? So, und um 5:40 Uhr auch schon wieder wach. Vorbildlich mit dem Sonnenaufgang stehen wir auf. Es geht aber erst in der nächsten Folge weiter. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und ich wünsche euch was, ja? Ciao, ciao.